Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu Superstars. Boah, ich bin immer noch begeistert von der letzten Raw-Ausgabe. Titelwechsel in der Divas Division, neue Women's Champion, die Highfly-Legende Lita. Unglaublich, aber jetzt halt erstmal zu Superstars. Michael Cole und Kommando. Kommando nochmal eine Ansprache zu Hell in a Cell und zu Ryback. Michael Cole sagt, du willst ja dreifacher WWE European Champion werden. Und Kommando sagt, ich sehe da nichts, was dagegen spricht. Ich bin Money in the Bank Gewinner und European Champion. Bald wieder nach Hell in a Cell. Und dann können sich alle vor mir in Acht nehmen. Also wieder letztes Mal bei Raw schon so eine gewaltige Kampfansage und wieder gibt's so eine Kriegserklärung, dieses Mal nicht nur an Ryback, sondern auch an alle in der WWE. Und ich würde auch mal an alle plädieren, aufzupassen, denn falls er wirklich European Champion nach Hell in a Cell ist und ein Money in the Bank Contract hat, dann muss man echt wirklich, wirklich Acht geben. Und ja, das ist eine harte Sache. Kommando, zweifacher European Champion. Aber jetzt sehen wir erstmal hier den Tag Team Champion, The King. Ah, der Superstar of the Year, letztes Jahr geworden, Slammy Award Winner. Boah, der Typ hat schon alles erreicht. Viele Titel hat er noch nicht. Nicht so viele wie The Legend Killer, nicht so viele wie Mr. Black. Aber trotzdem lieben ihn die Leute. Und das ist einfach so. Hier sehen wir seinen Tag Team Partner, the other half of the Unified Tag Team Champions, Mr. Black. Außerdem noch der amtierende WWE Champion. Das auch nicht kurz. Und jetzt sehen wir hier ein altbewährtes Tag Team. Die waren auch schon mal Tag Team Champions. Dolph Ziggler und Jack Swagger. Ja, also die zwei, die haben wir ja auch schon seit WrestleMania nicht mehr gesehen. Na, das habe ich schon mal gesagt, da habe ich mich vertan. Also die haben wir schon einmal gesehen, aber seit WrestleMania haben die zwei eigentlich nichts mehr Großartiges erreicht. So böse es auch klingt. Und die wollen, Mr. Black und The King, die wollen natürlich jetzt ein Ausrufezeichen setzen in Richtung Awesome Yes. So, wir haben es auch noch drauf und wir sind auch noch da, auch als Tag Team. Auch wenn The King NWO World Heavyweight Champion ist und Mr. Black WWE Champion. Trotzdem sind sie ein extrem hartes Tag Team, wenn nicht sogar das beste Tag Team überhaupt. Und die haben es noch drauf und die werden es auch immer drauf haben. Meine eigene Meinung. Aber The King ist ready für Dolph Ziggler. Elbow. Man, this has been a great matchup. Noch einen Elbow noch. Jetzt gibt's den ersten Tag zum WWE Champion Mr. Black. Reversal von Dolph Ziggler, aber da kommt der Clothesline. Der ist gefürchtet und da gibt's den Elbow. Also bei Mr. Black, es gibt nichts Gefährlicheres als diesen Springing Clothesline. Ah, face first. Wechsel zu The King. King DDT. Boom, der schlägt ein. Das war's es schon. Die haben ja gar keine Chance. One, two, three. Das war's. Team Galaxy, das ist einfach, es ist das beste Tag-Team überhaupt aller Zeiten. Und da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Aber es ist so, hier beim WWE, das beste Tag-Team überhaupt. Und es gibt nichts, was sie stoppen kann. Es gibt auch keinen, der sich mit ihnen messen kann, außer aus dem Yes. Aber die werden in letzter Zeit auch unfair und das gefällt mir echt überhaupt nicht. Und das müssen sie auf jeden Fall wieder ablegen.
da sind sie am Feiern, das kennen wir von The King, Mr. Black. Ja, der hat einiges hinter sich, aber trotzdem hat er noch genug Energie, um zu feiern. Mit den Fans, ganz wichtig bei ihm. Mit den Fans zu feiern. Ja, wir marschieren auf Hell in a Cell zu, da geht's richtig hart zur Sache. Nächstes Mal beim Main Event werden schon einige Badges bekannt gegeben. Und das wird ein Hell in a Cell, das Bragging Rights ersetzen, das wird brutal. Denn wir haben nicht 3 Matches, nicht 4 Matches, wir haben wahrscheinlich 5 Matches. Und jetzt hier, The Miz und Daniel Bryan rufen Team Galaxy heraus. Wir möchten euch gratulieren, aber wir möchten auch ein paar Worte mit euch wechseln. Und hier sind sie, die Tag Team Champions. The King und Mr. Black, der WWE Champion. Hier sind sie. Und jetzt gibt's hier den Schlagabtausch mit Wardner, The Miz, natürlich so kennen wir, etwas herabwürdigend an Team Galaxy. Und außerdem sagt schon The Miz, es wird bei Hell in a Cell ein Tag Team Championship Match geben. Und ihr sollt aufpassen. Und ja, jetzt gibt's hier das Cap von The Miz. Und Daniel Bryan da hinten. Ah, oh, da gibt's den Angriff. Ja, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist schwach. Und das haben die eigentlich gar nicht nötig. Dass die hier diese schon fast Legenden einfach attackieren. The Miz und Daniel Bryan. Es gibt das erste Match, ist schon. Das zweite Match ist schon offiziell. Damit wir haben ein WWE Tag Team Championship Match bei Hell in a Cell und ein European Championship Match. Wird hart für die Jungs von Team Galaxy, so wie Awesome Yes zurzeit drauf sind. Aber ich sehe gute Chancen für Team Galaxy. Jetzt haben wir doch ein Match. WWE Champion Christian trifft auf den amtierenden Intercontinental Champion Sin Cara. Stone Cold Steve Austin und Bret Hitman Hart haben gesagt, Sin Cara, damit das auch ein bisschen eine Herausforderung für dich ist. Wenn du das Match gewinnst, hast du bei Hell in a Cell frei und kannst dir das aus der Loge ansehen. Wenn du dieses Match verlierst, musst du gegen einen noch Unbekannten, der bei SmackDown aber bekannt gegeben wird, gegen einen Gegner bei Hell in a Cell ran und deinen Titel aufs Spiel setzen. Here we go. And this one's destined to be a human demolition derby. Christian. Endlich sehen wir ihn mal wieder richtig in Aktion. Er dreht hier Sin Cara mehrfach, um ihn zu bearbeiten, und das gelingt ihm auch. Knie ins Gesicht. Weil der mit der flachen Hand ansetzte, aber Sin Cara kontert. Der ist schon noch da. Der ist nicht umsonst Intercontinental Champion geworden. Man muss einfach sagen, der Intercontinental Title, der wurde bis jetzt von den Größten der Größten hier bei meinem WWE getragen. Goldust hat ihn zweimal gehabt. Mr. Black, Legend Killer. Das sind die großen Namen, die ihn hatten. And Sin Cara gets punished. Also das, natürlich war da noch ein Justin Gabriel, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ein Wade Barrett. Aber trotzdem. Die großen Namen. Wir erinnern uns auch gerne an Extreme Rules. Intercontinental Championship Match, Mr. Black gegen The Legend Killer, unvergessener Moment.
Unvergessen. Und außerdem auch noch beim SummerSlam das Match Champion vs. Champion. The winner takes it all. Und ja, das war auch ein unvergessener Moment, den es in über 50, fast 60 Folgen, den man einfach nicht vergessen darf. Und es gibt einige solche Momente, aber jetzt gibt's hier erstmal den Moment, in dem es den Kader ziemlich hart aufs Gesicht fällt mit dem Killswitch, und das war's vielleicht schon. Kick out in der letzten Sekunde. Trotzdem gibt's da einen Ellenbogen ins Gesicht. Einen Elbow gibt's noch nach und jetzt gibt's den Dropkick, aber der wird reversed von Sin Cara. And he lights up his chest with a chop. Watch Christian. Christian, er springt an und das war gut gemacht. Verheddert sich noch ein bisschen Seil, aber guter Reversal von Sin Cara. Und jetzt dachte ich schon, er rollt ihn hier ein. Christian Bulldog. Das hätte ja fast, das wäre ja fast gewesen. Big opportunity here for Christian. Dumped out one more time. Oh my God! Wow, der gosh. Raus. His face was the first thing to hit the table. Christian sieht ihn ab auf Sekara, hat aber keine Probleme, wieder in den Ring zu gehen. Ist ein bisschen Verwirrung im Ring. Christian mit dem Sprung vom obersten Ringseil, das war's. Ganz sicher 3, das war's. Sin Cara. Der hat jetzt natürlich ein Problem, das wurde ihm natürlich angeboten, aber ich finde es schade, dass sie es nicht andersrum gemacht haben und gesagt haben, wenn Christian gewinnt, kriegt er eine Chance auf vielleicht einen Titel oder ein Match. Aber er hat jetzt erstmal wieder einen Sieg auf dem Konto und das ist wichtig und wir sehen uns beim Main Event wieder. Bis dahin.